Najib Mikati ist neuer Ministerpräsident des Libanon. Jetzt muss er eine Regierung bilden. Der Milliardär war Kandidat der Hisbollah. Entsprechend dem Protokoll traf Mikati sich heute mit allen ehemaligen Regierungschefs, darunter auch erstmals Saad al-Hariri, sein einstiger Verbündeter. Hariri lehnt eine Beteiligung an einer Regierung, an der die Syrien- und Iran-freundliche schiitische Hisbollah und die sogenannte Koalition des 8. März beteiligt ist, aber ab. Er war am 12. Januar von der Hisbollah und ihren Verbündeten gestürzt worden, weil er sich nicht gegen das UN-Tribunal für die Aufklärung der Ermordung seines Vaters aussprechen wollte. Unter den Libanesen ist die neue Lage umstritten. Auf Mikati können sich alle Libanesen verständigen, meint er. Seine Rede gestern war gut und sie zeigt, dass wir wohl künftig etwas Stabilität haben werden. Das bleibt doch alles, wie es ist. Da ändert sich nichts, meint dagegen ein anderer. Was jetzt passiert ist, passiert auch wieder und es wird noch schlimmer. Im Libanon war es gestern zu gewalttätigen Protesten wegen der Ernennung Mikatis gekommen. Für die Anhänger Hariris handelt es sich um eine Art Putsch der Hisbollah. Die Hisbollah meint, ihr Kandidat könne die Spannungen im Libanon entschärfen und ausgleichend wirken.